auf mein Dach. Lol. Ins Schild. Das war nix. Da kommt Verstärkung. Nee, das war auch nix. Ich habe ganz klar eingebüßt von meinen Skills als Archer. Es liegt einfach daran, dass ich wirklich in den Matches, die ich hier spiele, in den Clan Wars, spiele ich eigentlich generell nur Inf. Oder werde ich immer nur als Inf eingeteilt. Ich würde viel lieber Archer spielen. Ja, Dankeschön, Rainbow. Aber ich werde als Inf eingeteilt. Von wo? Von hinten. Nein. So einfach. Kriegst du mich nicht? Da kommen noch zwei. LOL! Wie hat er. Wie konnte der mich treffen? LOL, 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 LOL. Ich hatte doch mein Schild oben und trotzdem hat er mich getroffen. Wie geht denn das? Kann mir das einer mal sagen? Mach da kein Geplänkel hier. Da ist ein Gegner. Beschwert er sich auch noch. Der soll auf den Inf gehen und nicht auf seine Teamkameraden. Jetzt geht er in die andere Richtung. Ah. Ja, dann kommt er zurück. Holt er sich hin? Rainbow holten sich. Oh. 2 gegen 6. Wenn jetzt nicht so hier eine Scar-Aktion kommt, dann sollte das relativ sicher sein. Für Nords. Von hinten Archer. Ah, trifft nicht. Trifft nicht. Jo, ins Schild geschossen. Oh, Azan holten sich. Und Bonebreaker ist auch tot. 4 zu 4 auf der Map. Spannender könnte man es sich gar nicht vorstellen. So, denn immer noch, wenn eine Fraktion 5 Runden gewonnen hat, wird die Map gewechselt. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein kleines Finale. 4-4. Dann gucken wir mal, dass wir hier die letzte Runde für uns entscheiden. Das müssen wir jetzt auch gucken, ob jetzt Nords einen Equip-Vorteil hat. Weil die haben ja jetzt die letzte Runde gewonnen. Haben sie die letzten 2 Runden gewonnen? Ich hab halt so. Na, getroffen. Ich hab halt so ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Hab das schon wieder. Nein, ich hab das schon wieder vergessen. Ob Nord die letzten 2 Runden gewonnen hat oder nur eine. Na, schade. Weil wenn sie die letzten 2 Runden gewonnen haben, dann haben sie ganz klar einen Equip-Vorteil. Aber Infs am Haupttor und ein Archer. Das Tor ist offen. Also sie sind am Tor. Komm, zeig deinen Kopf. Fail. Ja, du hast auch gefailt, sehr schön. Zumindest konnte ich nachladen. Gucken wir mal, was da so abgeht. Da oben steht ein Archer. Habe ich ganz genau gesehen. Wenn mich jetzt keiner von der Seite absniped. Abwarten. Da unten steht ein Archer. Oh nee, das war nix. Das war nix, das kann ich besser. Oh, da kommt Scar. Aua! Genau! Krieg einfach mal einen Schuss in den Rücken. Du willst mich doch verarschen. Nein! Da stand ein Archer auf der Leiter. Wäre der nicht da gestanden, dann hätte ich schon nachladen können. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh. Komm, jetzt holt euch auch Azan. 3 gegen 1. Ah, 3 gegen 2. Tot. 2 gegen 2. So. Auf jeden Fall eine sehr spannende Runde jetzt hier. Sind hier aber ordentlich verteilt.
Ja. Ich habe ja letztens ein Infovideo veröffentlicht zu dem Thema Risen 3, was ja jetzt dann vorerst nicht kommen wird, obwohl ich es angekündigt habe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, guckt einfach mal rein. Das ist das letzte Video, was hier auf diesem Kanal veröffentlicht worden ist. Da erzähle ich euch alles, warum und so weiter und so fort, was ich so ein bisschen hier für die Zukunft geplant habe und so weiter und so fort. Ja, der ganze Kram hier halt. Ja, schaut einfach mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und je, wollen wir jetzt hier einfach nur noch mal ein paar Runden Mountain Blade Warband spielen? Ich denke, League of Legends wird dann auch bald wiederkommen. Denn das spiele ich zurzeit wirklich sehr oft. Einfach nur, weil ich Level 30 werden möchte. Steht zurzeit auf Level 22, also dauert das nicht mehr so sehr lange. Wenn ich mich da jetzt dran setze, dann habe ich das, glaube ich, relativ schnell. Oh, dieser Scheiß. Der war so schlecht. Oh mein Gott. Oh, shit. Mein Gott, Noob Archer. Noob Archer hoch 10. Wir haben jetzt hier 2 gegen 2. Kampf an der Flag. Wir haben hier Scar und Azan. Gegen Rainbow und André Boss. Ah, sehr spannendes Finale zumindest mal. Ich glaube, André Boss wird. Ah, da kommt Scar von hinten. Oh, da hat sich Rainbow gerade noch so rumdrehen können. Oh! Da hat Rainbow Scar geholt, aber André Boss hat dann Rainbow geteamkillt. Holt er sich jetzt noch Azan? Eigentlich könnte er jetzt auch nur die, ja, die 33 Sekunden überleben, weil unsere Flagge höher war. Hätten wir auf jeden Fall die Runde gewonnen. Wir gehen Sultanat, und zwar gehen wir Kaff. Das Feld am Fluss ist hier so eine wunderschöne Map, um hier wirklich Kaff zu spielen. Was hier auch einige tun, wie ihr sehen könnt. Ich bin eine Noob-Kaff. Das sage ich jetzt gleich mal zum Anfang. Aber in letzter Zeit spiele ich Kaff öfters. Einfach nur, um hier ein bisschen besser dran zu werden. Aber ich habe irgendwie gerade nicht so den Eindruck, dass ich wirklich besser werde als Kaff. So, haben wir einen. Danke. Da haben wir einen Inf ganz allein rumstehen. Da kommt die Kaff. Komm her. Ich glaube, im Kaff-Duell werde ich verlieren, vor allem wenn es zwei sind. Noch eine Kaff rein. So, dismounted. Wunderschön. Super gemacht. Ah, lal. Abgeholt. Sehr schön. Da haben wir noch eine Kaff. Da drüben haben wir einen Archer stehen. So, jawohl. Bitteschön. Nein! Da hat mein Pferd einen Hitter bekommen. Der sollte tot sein. Er ist tot. Wunderbar. Gehen wir hier auf die Kaff, auf die letzte Kaff hier. Oder auf den Inf. Gehen wir auf den Inf. Nein! Shit. Dismounted. Brauch ein Pferd. Verdammt. Das war nix. Krummsäbel ist schneller als mein Schwert. Gehittet. Meiner. Ich will das, für den Krummsäbel. Dankeschön. Ein Pferd wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wie viele leben denn noch? Noch 4. Und die sind da hinten, so wie es aussieht. Da hinten haben wir sogar ein Pferd. Ach, da hinten haben wir ja auch einen stehen. Aber ich gehe jetzt nicht zu dem Pferd. Muss jetzt nur gucken, dass mir kein Archer in den Rücken schießt. Kein Arscher mit Bögen. Aber sieht nicht so aus, dass da einer ist. Okay. Gehen wir hier auf den Arsch. Da haben wir sogar zwei stehen.
Da ist ein Pferd. Lassen wir mal links liegen. Konzentrieren uns auf die zwei Archer. Am besten, wenn jetzt irgendwie Wurfspeere. Ich gehe auf den Archer da oben. Lol. Nein! Da war die Ecke im Weg. Was? Die Ecke war im Weg, sonst wäre Rainbow draufgegangen. Ah, jetzt habe ich meinen Chromsilber verloren. Toll. Ich wollte den unbedingt behalten. Dann kam dieses scheiß Rainbow. So. Ja, jetzt haben wir halt wieder das normale Equipment. So. Kicken wir mal, was wir denn hier so gezogen bekommen. Carried bekommen. Als Noobcore 4 mit 1-1. Ah, da haben wir eine Kaffront. Eine sehr breite Kaffront. Kaffront hintern. Leute. Habe ich da gerade seinen Stich gechampert? Hab's zu spät bemerkt. Wait. Wie hier alle mit schwarzen Pferden rumreiten. Das geht ja mal gar nicht. Schwarze Pferde bringen einem genau gar nichts. Lol. Dann doch eher die weißen, aber nicht die schwarzen Pferde. Die sind so schnell down. Das ist echt abnormal. Die Archer. Lol. Er hat überlebt. Er wieder. Da steht ein Archer. Da haben wir einen Inf, da haben wir einen Inf, da haben wir einen Inf. Meiner. Dankeschön. Dankeschön. Der Archer da lebt immer noch. So, nächster geholt. Na, Archer im Wald. Ja, der Archer an der Mauer schießt auf mich. Nächster Gegner. Die Kaff. Toll. Nein. Wir haben Archer in der Ruine. Ah. Archer in der Ruine. Archer in der Ruine. Ich bräuchte ein neues Pferd. Aber ich sehe hier gerade keins. Vielleicht da hinten. Da vielleicht. Nein. Hier irgendwo. Ui. Okay, schade. Aber ich glaube, mein Pferd wird bei den nächsten paar Hits draufgehen. Der nächste zwei Hits eigentlich. So. Ah, lol. Da ist ja ein Inf. Hab ich gar nicht gesehen. Autsch. Das war Fail. Das war ganz klarer Fail. Da hat er mich genatzt mit seinem komischen Stängel da. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwie Nietenstreitkolben oder so. Wohl. Stangen, Nietenstangenbeil oder so. Na, keine Ahnung. Keine Ahnung, braucht man auch nicht zu wissen, dass es einfach eine Noob-Waffe ist. Hat eine mega lange Range und kann Gegner downnocken. Mir fällt jetzt irgendwie kein besserer Begriff dafür ein. Einfach wird zu Boden geschlagen und kann dann, also steht da erstmal nicht auf, also betäubt. Du wirst dadurch betäubt, wie so von einem Hammerschlag. Von so einem